Der Großbrand in der chilenischen Hafenstadt Valparaíso ist offenbar noch nicht unter Kontrolle. Das melden die Behörden. Laut dem Leiter der regionalen Einsatzkräfte besteht die Gefahr, dass sich das Feuer erneut ausbreitet. Die Flammen zerstörten bislang 140 Häuser. 19 Menschen wurden leicht verletzt. Insgesamt brannte eine Fläche von 210 Hektar Wald- und Wohngebiet aus. Wir konnten nichts retten und ein Teil der Familie meiner Frau hat alles verloren. 5 Familien haben ihr Zuhause vollständig verloren. Und 80 Feuerwehrleute, 4 Löschflugzeuge und ein Helikopter waren im Einsatz, um die Flammen einzudämmen. Rund 400 Einwohner des Viertels Playa Ancha wurden in Sicherheit gebracht. Staatschefin Michelle Bachelet besuchte den vom Brand betroffenen Stadtteil. Valparaíso gilt als besonders brandgefährdet. Julia!